jahrzehntelang Todfeinde, jetzt vielleicht innerhalb weniger Tage Verbündete. Eine solche Kehrtwende hätte allerdings Seltenheitswert. Dass die USA und der Iran diesen Weg möglicherweise beschreiten, das hat einen triftigen Grund. Und der heißt ISIS, Islamischer Staat für Irak und Großsyrien. Das verbirgt sich hinter diesem Namen. ISIS, eine islamistische Terrororganisation von beispielloser Grausamkeit. Krieg und Terror in Nahost, greift der Westen ein? Das Thema der Phoenix-Runde, liebe Zuschauer, willkommen bei uns im Studio. Peter Scholl-Latour, Publizist, Schriftsteller, Nahost-Experte. Sabah Farzan ist bei uns, deutsch-iranische Publizistin. Michael Lüters, Nahost-Experte, und Melinda Crane, amerikanische Journalistin, politische Korrespondentin von Deutsche Welle TV. Herr Scholl-Latour, was hat ISIS eigentlich vor im Irak? Wollen die da die Hölle auf Erden schaffen? Ja, man fragt sich, wie überhaupt ISIS in der Lage ist, mit einem relativ geringen Truppenaufgebot ein solches Debakel auszulösen. Sie müssen also Unterstützung auch bei der sunnitischen Bevölkerung haben, auch bei den Stämmen und wahrscheinlich auch bei den früheren Offizieren des Saddam-Regimes. Ich weiß nicht, das Auftauchen jetzt zum Beispiel von Ibrahim Baduri, der ja die rechte Hand von Saddam Hussein gewesen ist. Es deutet darauf hin, dass es eben eine breitere Geschichte ist als diese völlig verrückten Fanatiker, die dann nur Leute umbringen. Dieser Hinweis auf Saddam Hussein, Frau Crane, der Irak kommt jetzt zurück wie ein Tsunami in die US-Innenpolitik. Muss Obama auslöffeln, was ihm sein Vorgänger George W. Bush da eingebrockt hat? Auf jeden Fall hat George Bush es gebrochen. Und ich denke eigentlich, das ist der Test jetzt für Barack Obama mit seinem neuen Prinzip der Außenpolitik. Hatte er Ende Mai erklärt, die Amerikaner würden nur militärisch vorgehen, wenn ihre absolut unmittelbare Kerninteressen betroffen werden, wenn sie wirklich direkt gefährdet sind. Und jetzt schon hat er gesagt, keinesfalls wird es Bodentruppen in Irak wieder geben. Man wird eventuell über Luftangriffe nachdenken, aber auch das ist noch nicht entschieden. Und ich denke, er wird sein Wort auch hier halten, denn er sagte letzten Freitag die Wahrheit, als er sagte, dies ist ein politisches Problem. Damals bei dieser Äußerung des neuen Doktrins in West Point Ende Mai sagte er, nicht jedes Problem ist mit militärischen Mitteln zu lösen. Und das hier wäre, denke ich, der Test dafür, ob er das wirklich meint. Gut, da könnte sich möglicherweise sogar noch eine Krone aufsetzen, wenn es zu einer Aussöhnung mit Teheran kommt. Man traut ja sein Ohr nicht, was man gerade so zwischen Washington und Teheran hört. Kommt der Iran auf die weltpolitische Bühne zurück, und zwar nicht durch den Hintereingang, sondern sozusagen auf offener Bühne, so als Retter in der Not mit Handkuss? Nun, das ist schon längst passiert, dass dem iranischen Regime der rote Teppich ausgerollt wurde im vergangenen Herbst, als es dieses Interimsabkommen gab, das meiner Meinung nach ein historisches Desaster war, dem Iran Sanktionserleichterungen in unfassbarem Ausmaß ermöglicht hat und damit auch die politische Tür geöffnet hat, damit der Iran sich einmischen kann, weiter in Syrien, weiter im Irak. Und diesen Iran zu einem Partner machen zu wollen, ist definitiv eine fatale Entscheidung, denn der Iran ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und es erinnert mich ein bisschen an die Zeit in den 80er Jahren, als der Iran im Libanon sehr, sehr stark mitgemischt hat, amerikanische Staatsbürger und Soldaten entführt hat und sich dann angeboten hat, deren Freilassung mit zu verhandeln. Also eine weitsichtige Außenpolitik wird jetzt nicht den Iran zu einem Partner in dieser historischen Krise machen. Diese Formulierung mit der Lösung oder dem Problem, das werden wir noch vertiefen in der Sendung. Herr Lüders, in diesem Konflikt, der sich jetzt da im Irak anbahnt, beziehungsweise er ist ja schon voll im Gange, da wird neben verschiedenen anderen Ursachen auch immer wieder von einem Kampf zwischen Sunniten und Schiiten gesprochen, also den beiden Hauptglaubensrichtungen des Islam. Das scheint ja auch ein Anlass zu sein, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Ist denn der schiitische Weg des Islam und der sunnitische, sind die so unterschiedlich, dass man da aufeinander losgehen muss? Die theologischen Differenzen zwischen Sunniten und Schiiten sind weitaus geringer als die sehr grundlegenden
Unterschiede zwischen der katholischen und der protestantischen Kirche. Im Kern geht es um eine recht geringe Differenz. Nach dem Tod des Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert gab es verschiedene Schismen, Kirchenspaltungen, um die Frage, wer eigentlich legitimiert sei, die Führung der islamischen Frühgemeinde zu übernehmen. Und die beiden wichtigsten Strömungen, die daraus dann hervorgingen, waren die Sunniten und die Schiiten. Die Schiiten sind im Wortsinne die Parteigänger Alis, Schiat Ali. Sie haben lediglich den vierten Nachfolger des Propheten, sein Vetter und Schwiegersohn, als legitimen Nachfolger erkannt. Und im Laufe der Geschichte haben sich dann Unterschiede herausgebildet. Aber das, was wir jetzt erleben im Irak, ist nur vordergründig ein religiöser Konflikt. Natürlich spielt die Religion hier eine Rolle. Aber man muss sich vor Augen halten, in der Geschichte des Islam haben Sunniten und Schiiten eigentlich immer mehr oder weniger kooperiert. Es gibt sehr viele Eheschließungen zwischen Schiiten und Sunniten. Was wir jetzt haben, ist ein politischer Konflikt, der sich entlang religiöser und ethnischer Grenzen definiert und anhand dieser Grenzen blutig wird. Und das schon seit verschiedenen Jahren. Immer mehr begegnen sich fanatische Sunniten und fanatische Schiiten, die sich gegenseitig zu Todfeinden erklären. Und das funktioniert nur in einem Umfeld, wo der Staat komplett zusammenbricht, wie das im Irak, in Syrien geschehen ist, in anderen Ländern ebenfalls, in Libyen beispielsweise. Dort gibt es aber keine Schiiten. Nur wenn ein Staat, ein Zentralstaat nicht mehr funktioniert und die Menschen gezwungen sind, sich zurück zu orientieren auf die Grundlage, nämlich auf den Clan, den Stamm, die Religion, die ethnische Zugehörigkeit, kann es so brutal werden, wie das jetzt im Irak und in Syrien der Fall ist. Peter Schollerzur, Sie haben ja viele Jahre im Nahen Osten erlebt mit Auf und Abs und unterschiedlichen Konflikten, die jetzt aufzuzählen, würde die Sendezeit gar nicht reichen. Was wir jetzt gerade erleben im Nahen Osten, die Situation in Libyen, in Ägypten, im Irak, in Afghanistan, im Jemen, in Somalia, das ist der ganze arabische Raum, auch wenn einige Länder ja auf dem afrikanischen Kontinent liegen. Kann man sagen, dass dieser Nahe Osten, was wir unter dem Nahen Osten verstehen, gerade im Chaos versinkt? Das hat den Anschein. Und was ich noch sagen wollte, also, was Sie über die Schiiten und Sunniten sagen, stimmt. Aber inzwischen hat sich auf beiden Seiten ein Hass angestaut. Ich habe ganz gute Beziehungen zu Hezbollah, das Südlibanon, wo es eine Verbrecherorganisation gibt. Da kann man mit den Leuten ganz gut reden. Und dort ist ein Hass auf die Sunniten vorhanden, der stärker ist als der Hass auf die Israelis. Das geht weit zurück. Das geht auch den Bürgerkrieg im Libanon zurück. Und das hat sich in Syrien jetzt inzwischen, die ISIS sagt, alle Schiiten sind Kuffar und werden umgebracht. Im Gegensatz zu Al-Qaida. Al-Qaida ist ja eine gemäßigte Organisation verglichen mit ISIS. Und die Zawahiri, also der ägyptische Führer der Al-Qaida, weiß was es gibt, hat sich ja schon distanziert von der ISIS. Darf ich ganz kurz noch mal meine Frage wiederholen? Dass alles im Chaos versinkt, heißt das, in diesen Ländern ist eigentlich niemand mehr da, der politische Entwicklungen, auch militärische Entwicklungen noch steuern kann? Ja, aber gut, das werden sich neue Kräfte herausbilden. Alles schimpft jetzt im Moment auf Maliki. Aber wer soll denn an die Stelle von Maliki treten? Nicht wahr? Das ist der, die Amerikaner haben Ministerpräsident im Grunde auch geschaffen. Nicht wahr? Und, das Entscheidende im Irak ist gewesen, ich war mal bei der Hausa in Najaf gewesen vor 2-3 Jahren und habe diesen Sprecher von dem Sistani gesehen. Das Sistani erscheint ja, ist ja wieder verborgen Imam. Der hat ja nicht mal Maliki empfangen. Aber sein Sprecher, den Kabalahe, und damals war der noch ganz quietistisch. Er sagt, nein, ich habe gesagt, ihre Leute werden doch dauernd umgebracht. Und er sagte, was für ein Schutz haben? Er sagte, Allah. Das war also eine quietistische. Jetzt, nachdem Sistani die Fatwa erlassen hat, das Ägypten, wird sich die Situation völlig ändern. Nämlich jetzt werden die Jaish al-Mehdi, also die Armee des Mehdi, sich auf den verborgenen Imam bezieht. Und auch andere Gruppen, die werden jetzt kämpfen. Und fanatisch. Genauso fanatisch wie die anderen. Dieser Hass, von dem Sie sprechen, der wird aber natürlich geschürt von den Politikern. Das ist eben der Grund, aus dem Michael Lüders sagt, es sei politisch, und auch der Grund, aus dem Barack Obama so zögerlich und vorsichtig handelt. Denn die Amerikaner machten schon Druck seit mehreren Jahren auf Maliki, dass er seine Regierung öffnet für die Sunniten, dass er wirklich also auf sie zugeht. Er hat es nicht getan. Er ist immer weiter, hat sich immer weiter eigentlich wie ein Stammesführer selbst verhalten, auch also korrupt, hat Largesse verteilt an seine Leute, und das ist jetzt dafür die Quittung. Und interessanterweise, obwohl die Amerikaner auch seit letzter Woche sehr eindeutig sagen, wir werden nur helfen, wenn er jetzt endlich
also sein Verhalten, ändert, tut er das nicht. Heute hat er extrem harte Sachen gegen die Sunniten wieder gesagt. Und ich denke, er zeigt überhaupt keine Versöhnung. Das ist eigentlich steckt denn der Iran doch keine Möglichkeit mehr. Ich glaube, da ist nichts zu reparieren. Das ist zerrissen. Ich glaube, das ist endgültig gespalten. Steht denn der Iran hinter Maliki? Kann er sich auf Teheran stützen und deswegen auch hartleibig sein? Er kann sich auf Teheran stützen und das ist ja kein Geheimnis, dass Nouri al-Maliki in der Zeit des Saddam-Regimes eine Zeit lang im Iran verbracht hat. Er baut auch wirklich sehr stark auf die Unterstützung des Irans, aber er hasst die Iraner auch. Also das ist keine Liebesverbindung, die es zwischen al-Maliki und dem iranischen Regime gibt. Wer vor einiger Zeit diesen ausführlichen Artikel von Dexter Filkins im New Yorker gelesen hat, weiß, dass es wirklich eine große Antipathie zwischen diesen Kräften gibt. Es gäbe schon die Möglichkeit, al-Maliki in ein anderes Lager zu führen, zu überzeugen, aber das kann wirklich nur mit politischem Druck passieren oder indem man ihm auch klar macht, dass die Zeit für ihn abgelaufen ist, weil er sich natürlich, und das ist auch die historische Tragödie im Irak, so sehr gegen die eigene Verfassung gestellt hat. Also die irakische Verfassung ist eine, die eigentlich ein föderales System vorsieht, die diese ganze ethnische und religiöse Vielfalt dieses Landes wirklich mit einbeziehen möchte, und al-Maliki hat sich dagegen gestellt. Lassen Sie mal für einen Moment die politische Ebene verlassen. Sie haben ja selbst im Nahen Osten studiert, ich glaube in Syrien. Sie kennen diese Länder. Was bedeutet das für die Menschen dort, dieser Konflikt jetzt, der ja im Irak in unmittelbarer Nachbarschaft zu Syrien, ist ja kein Zufall, diese Konflikte hängen eng zusammen. Wer dort leben muss, wer dort auf der Flucht ist oder wer dort bedroht ist, was bedeutet das für diese Menschen, die jetzt im Irak und in Syrien hilflos diesen politischen, militärischen Auseinandersetzungen ausgeliefert sind? Das bedeutet für die Menschen natürlich eine Katastrophe, weil sowohl im Irak wie auch in Syrien, zunehmend auch im Libanon, in Libyen, in naher Zukunft auch in Ägypten, werden die Lebensbedingungen der Menschen immer schwieriger werden, weil die jeweiligen Regime vollkommen unfähig und unwillend sind, eine Politik zu betreiben, die über Stammeskultur hinausweist. Es geht immer nur darum, Klientelinteressen zu befriedigen, die Interessen einiger weniger an der Macht. Maliki in Bagdad, Sisi in Kairo, sie alle haben ihre Leute, in der Regel Leute aus der Oberschicht, die bedient werden, die Zugang haben zu den Fronten des Staates. Und im Rest des Landes gibt es nicht einmal Rudimente einer Infrastruktur. Und das führt natürlich entsprechend zu Spannungen. Wenn wir uns einmal die ISIS näher anschauen, die ISIS ist ja nicht allein eine islamisch fundamentalistisch-terroristische Organisation, die im Irak, in den sunnitischen Gebieten im Irak ihren Ursprung hat, aber mittlerweile auch großen Einfluss hat in Syrien und im Norden des Libanon. Es ist nicht allein eine islamische Agenda oder eine islamistische Agenda, die diese Leute umtreibt oder konkreter, die Stämme, die sunnitischen Stämme dazu bringt, ISIS zu unterstützen. Den Sunniten geht es im Irak darum, die verlorene Macht zurückzuerobern. In der osmanischen Geschichte bis zum Sturz von Saddam Hussein hatten die Sunniten, obwohl sie eine Minderheit waren, die Macht. Dann wurden sie von der Macht entfernt. Die Schiiten, Bevölkerungsmehrheit, haben die Macht übernommen im Irak. So weit, so gut. Nur Maliki, wir haben es gerade gehört, ist ein komplett unfähiger, korrupter Politiker, der nicht begriffen hat, dass er integrieren müsste. Stattdessen spaltet er. Was wir jetzt haben, ist ein Krieg der sunnitischen Stämme gegen die schiitische Zentralregierung in Bagdad mit dem Ziel, die Macht zurückzuerobern. Das kann nicht gelingen, das werden sie nicht schaffen. Aber der zerstörerische Faktor, der dahinter steckt, der ist enorm. Und vor allem, alles in allem, alles ist in der Region miteinander verwoben. Man kann die Konflikte nicht isoliert betrachten. Saudi-Arabien, Katar und andere Golfstaaten unterstützen diese radikalen Sunniten, weil sie sich als eine Vorhut sehen im Kampf gegen die Schiiten. Und die Türkei ist sehr gespalten. In Syrien unterstützt sie die ISIS. Und in Irak wird sie Opfer der ISIS, weil die ISIS ihre Botschaftsangehörigen in Mosul entführt hat. Darf ich noch, weil Sie das, was Sie jetzt geschildert haben, Herr Schollatour, warum ist es nie gelungen, in arabischen Staaten eine Zivilgesellschaft zu schaffen? Denn die Eliten kennen ja den Westen. Viele haben in Harvard, in Oxford, an der Sorbonne studiert. Trotzdem ist es nie gelungen, in diesen Staaten eine Zivilgesellschaft aufzubauen, die jetzt solche Konflikte friedlich lösen könnte. Was ist denn? Wir haben eine freie Wahl gehabt, das war Ägypten. Und dann wurde eben
Der arme Mossi gewesen, nicht wahr? Und der natürlich dann sabotiert worden ist. Auch der konnte gar nicht, wirklich auch nicht. Die Polizei war nicht mehr da, die Wirtschaft wurde zugrunde gerichtet. Aber er hat auch viele Dummheiten gemacht. Und jetzt haben wir an seiner Stelle einen Militärputsch. Und das ist wirklich so, wie Sie sagen. Also am Ende steht entweder eine Militärdiktatur oder eine Form der Theokratie. Nicht? Das ist, aber wir müssen uns Europäer endlich mal von der Vorstellung lösen, auch als Amerikaner, dass unsere Vorstellung von Demokratie für die ganze Welt gilt. Das gilt, es ist nicht mehr vorhanden. Wir haben jetzt eine multipolare Welt, die nicht nur in militärischer Hinsicht, mit Blick auf China, sich auswirkt, sondern auch sagen wir, in kultureller Hinsicht. Nicht? Das Modell des Westens, was Atatürk noch total anerkannt hat, wird ja von Erdogan auch jetzt zurückgedrängt. Zivilgesellschaft, glaube ich, Iran ist ein bisschen was anderes. Vielleicht könnten Sie das mal kurz schildern. Da ist ja, glaube ich, ist die Entwicklung ja etwas anders gegangen. Definitiv ist die Entwicklung anders im Iran. Der Iran ist sicherlich ein Land, das ganz großes Demokratiepotenzial hat. Die Zivilgesellschaft ist sehr ausgeprägt. Sie ist sehr gut gebildet. Sie ist sehr westlich orientiert, auch wenn Herr Schollatour das nicht hören möchte. Die Leute, die im Nahen Osten, ob das Iraner sind, ob das Araber sind, wirklich unser Verständnis von Demokratie haben, also die Trennung von Religion und Staat, die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, viele andere Dinge, die zu unserer Rechtsstaatlichkeit dazugehören. Würden wir wirklich das tun, würden wir allein auf Stabilität setzen, würden wir diese echten Demokraten verraten. Und zum Teil haben wir das auch schon getan. Im Iran, in anderen arabischen Ländern des Nahen Ostens, wo die arabischen Umbrüche nicht zu dem Ergebnis geführt haben, was wir uns erhofft haben. Und das hat natürlich auch sehr, sehr stark mit dem Rückzug der Amerikaner aus dem Nahen Osten zu tun. Und wer dieses Vakuum hinterlässt, der wird dann eine Welt ernten, wo extremistische Kräfte dieses Vakuum füllen, die Sicherheit dieser Region bedrohen, auch die Energiesicherheit dieser Region und damit auch eine sehr große Gefahr für unsere Sicherheit in Europa und in den USA darstellen. Herr Lüders. Wenn man Demokratie nicht nur als eine rhetorische Lehrformel begreift, sondern versucht, mit Inhalten zu füllen, dann muss man sich natürlich immer vor Augen führen, dass eine gelebte Demokratie nur funktionieren kann, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dafür da sind. Es braucht gesellschaftlich tragende Schichten, sprich ein funktionierendes Bürgertum, eine Industrialisierung, eine Modernisierung, eine Offenheit des Denkens. Nur wenn dieser Rahmen gegeben ist, kann eine Demokratie im Kern funktionieren. Wir haben aber in der arabischen Welt eine Situation, wo feudalstaatliche Strukturen noch sehr, sehr stark sind und die Moderne nur in Teilen der Gesellschaft angekommen ist. Selbst in den Golfstaaten, die hypermodern aussehen, was die Fassade anbelangt, herrscht wirklich Feudalismus hinter diesen Strukturen. Also mit anderen Worten, die Herrschaft von einigen wenigen Familien und Clanen, die die Geschicke ihrer Länder führen und lenken. Die Golfherrscher haben immerhin noch die Vision, ihre Länder wirtschaftlich zu entwickeln. Aber Herrscher wie Gaddafi oder Saddam hatten nicht einmal das. Wenn man nun militärisch reingeht in diese Länder, wie das die Amerikaner 2003 im Irak gemacht haben oder wie das mit Gaddafi in Libyen geschehen ist, dann kann man natürlich solche Regime aus den Angeln heben. Aber man muss danach sich fragen, was kann man tun, um diese Länder einigermaßen zu sichern, damit das Ganze gedeihlich sich entwickelt. Die Amerikaner haben dummerweise im Irak wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Vor allem haben sie die Armee aufgelöst, den Geheimdienstapparat, die Mitglieder der Baath-Partei von Saddam Hussein in die Wüste geschickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Über Nacht waren Hunderttausende Sunniten arbeitslos. Die meisten von denen wussten, mit Waffen umzugehen und haben sich sofort im Widerstand wiedergefunden. Und aus diesem Widerstand gegen die amerikanische Besatzung ist jetzt die ISIS hervorgegangen. Das ist sozusagen das Erbe. Dieses in Verbindung, also westliche Intervention zum einen und die Unfähigkeit der lokalen Eliten vor Ort, das ist eine für die Bevölkerung todbringende Mischung. Und man kann eigentlich als vernunftbegabter Araber nur verzweifeln angesichts der Ausweglosigkeit der Situation. Und ich denke, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir auch aus dem Irak massive Flüchtlingsströme erleben werden. Ein fatales Arbeitsbeschaffungsprogramm, gerade im Irak, Frau. Das ist alles korrekt. Aber die Amerikaner sind in 2011 aus Irak weggegangen, weil sie schon erkannt haben, dass sie in Maliki keinen Partner hatten. Sie wollten ihre Truppen da länger lassen und sie konnten mit Maliki kein Abkommen schließen über den Status dieser Streitkräfte, sollten sie im Lande bleiben. Schon damals, das Problem wird in Afghanistan ja wahrscheinlich ähnlich kommen. Schon damals war es ziemlich klar, dass diese
Partnerschaft, die man sich unter Bush vorgestellt hatte, diese unglaublich naive Idee, dass man dort Demokratie pflanzen kann und dann einfach eine Regierung aus dem Boden stampfen, die irgendwie so funktioniert wie unser Modell, dies war schon in 2011 ziemlich eindeutig. Obama hat sicher viel zu optimistisch gesprochen, als die Truppen zurückgezogen wurden. Aber Fakt ist, auch da war schon klar, dass dieses Vakuum auch daran liegt, dass die Völker dort keine Verantwortung übernehmen für ihr politisches Schicksal. Also es ist richtig, dass die Intervention in 2003 war grundlegend falsch und hat vieles schon von diesen Problemen schon verursacht, also den Boden dafür vorbereitet. Aber wer es endgültig verbrochen hat, ist natürlich Maliki, denn er übernimmt nicht die Verantwortung für sein Land. Und wenn wir länger geblieben wären, die Amerikaner, wäre das eine Form von Kolonialismus sonst. Wenn da kein Partner ist, die können doch nicht das Land führen auf ewig. Das kann sicherlich nicht die Lösung sein. Also ich würde bestreiten, dass das eine Form von Kolonialismus ist. Selbstverständlich ist es so, dass al-Maliki eine ganz große Schuld an dieser gegenwärtigen historischen Krise trägt. Trotzdem finde ich, die Amerikaner hätten im Irak bleiben müssen. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob die Irak-Intervention 2003 richtig oder falsch war. Ich gehöre zu denen, die finden, dass es Zeit war, eine abscheuliche Diktatur abzuschaffen. Ich will aber auch nicht verleugnen, dass natürlich Fehler in den vergangenen 10 Jahren passiert sind. Aber der Irak ist ein Land, das sich von einer jahrzehntelangen Diktatur erholt. Und 10 Jahre erscheinen für uns als eine sehr lange Zeit. In einem historischen Kontext sind das gerade mal 5 Minuten. Man kann ein Land, das so eine mangelnde Infrastruktur und eine mangelnde Zivilgesellschaft hat, nicht innerhalb von 10 Jahren sofort wieder aufbauen. Deswegen wäre der Truppenverbleib sehr, sehr wichtig gewesen. Und man sieht auch an der... Rahmenwerk dafür. Es gab kein Abkommen dafür. Sie können nicht bleiben, ohne dass es ein gesetzliches Rahmen dafür gibt. Der gesetzliche Rahmen... Ja, sicher. Ja. Die stellt sich auch, genau. Aber die Kritik habe ich schon an Präsident Obama, dass er zu leichtfertig und zu naiv wirklich diese gegebene Situation akzeptiert hat, dass es schwierig ist, mit dem Irak zu verhandeln über den Verbleib der Truppen. Und hinzu kommt auch noch, dass wenn man sich die Bewegung von ISIS ab 2011, speziell 2012, 2013 anschaut, dass da wirklich die Aktivitäten an Terroranschlägen an vielen anderen Truppenbewegungen sehr, sehr stark zugenommen haben. Die haben zugenommen. Da ist ja noch eine Frage. Es gibt ja in der arabischen Welt pro-westliche Staaten, von denen wir zumindest ausgehen. Es sind pro-westliche Staaten, Saudi-Arabien, die Golfstaaten, die ja im Verdacht stehen, nicht für den Westen. Die reaktionärsten Regime, diese Petromonarchien, die wirklich abscheulich sind, die Hassprediger, die wir haben hier, kommen alle aus Saudi-Arabien. Nicht wahr? Das ist ein Januskopf in Saudi-Arabien. Nicht? Auf der einen Seite bietet man sich mit dem Westen an, ist der beste Verbündete des Westens, wird auch als solcher akzeptiert. Und auf der anderen Seite hat man nun wirklich dort, wo Prediger aus Saudi-Arabien aufstehen, ich habe das sogar in Kasan in Russland erlebt, wird sofort der Islam, extremistisch. Und das ist wirklich die Schande des Westens. Sleeping with the Devil hat einer, mit dem Teufel schlafen, hat einer der früheren CIA-Agenten geschrieben über das Verhältnis Amerikas mit Saudi-Arabien. Das ist eine tief unmoralische Angelegenheit. Diese Länder stehen ja auch im Verdacht, zum Beispiel die sunnitischen Gotteskrieger auch finanziell und mit Waffen zu unterstützen. Das steht heute gerade zur Debatte, nicht wahr? Ja. Das tut sich massiv. Ja, aber ich meine, man muss sich mal, also die sogenannten arabischen Ölprinzen und deren Lebensstil und deren Wertvorstellungen, Anführungszeichen, vor und vergleiche die mit den Gotteskriegern der ISIS, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Naja, also so ganz so unähnlich sind sie sich nicht. Wenn Sie mal einen richtig ordentlich reaktionären Wahhabiten aus Saudi-Arabien vor sich haben und mit denen über die Schiiten diskutieren, dann wird er ihnen die Schiiten bezeichnen als Kakerlaken, als Ratten, als Dreck. Die Leute haben ein Verständnis der Welt und ein Verständnis von anderen Menschen, die nicht ihrer eigenen engstirnigen Ideologie entsprechen. Das ist schon relativ bemerkenswert. Aber Saudi-Arabien hat mittlerweile aus einem anderen Grund Angst, dass
man nun mit dieser Entwicklung im Irak zu tun hat. Nicht die saudische Regierung unterstützt notwendigerweise ISIS, sondern es sind reiche Saudis, reiche Katarer und andere, die dieses tun. Aber die Sorge, die die Saudis haben, ist die folgende. Die Staaten des Nahen und Mittleren Ostens lösen sich gerade auf. Die Grenzen im Nahen Osten sind gezogen worden während des Ersten Weltkrieges von den Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich. Kann man leicht erkennen auf der Landkarte, wie vom Lineal gezogen. Diese Grenzen hören auf zu sein. Der Irak als Zentralstaat existiert nicht mehr. Syrien als Zentralstaat existiert nicht mehr. Es gibt jetzt einen ISIS-Staat, der von Mosul bis nach Aleppo reicht und irgendwann wahrscheinlich bis Tripolis in den Libanon, vielleicht sogar bis nach Jordanien reichen wird. Wenn aber diese alten Grenzen, diese historische Ordnung, die damals geschaffen wurde von den Kolonialmächten und die alle arabischen Regime immer akzeptiert haben, weil sie wussten, was danach kommt, wird nur komplizierter werden. Wenn sich das fortsetzt in Richtung Saudi-Arabien, ebenfalls künstliche Grenzen, ein künstliches Regime benannt nach einer Familie, der Familie der Al-Saud, naja, also dann kommt alles ins Rutschen. Und das ist das Gefährliche dieser Entwicklung. Es ist weniger, nach meiner Überzeugung, der furchtbare Fanatismus dieser ISIS-Terroristen. Es ist vor allem die Tatsache, dass sie erfolgreich Ländergrenzen in Frage stellen und sich dauerhaft festsetzen werden in dieser Region. Und es gibt keine militärische Handreichung gegen sie. Man kann sich überlegen, Drohnenangriffe zu fliegen oder hier und da zu bombardieren. Das verlangsamt deren Vormarsch, aber es zerstört sie nicht grundlegend. Wir haben hier wirklich eine, wenn ich so sagen darf, eiternde Wunde an den Toren Europas. Und es ist ein massives Sicherheitsproblem für uns hier in Europa. Sie haben vorhin gesagt, der Iran sei nicht so sehr die Lösung, sondern eher das Problem des Ganzen. Aber war es vielleicht doch ein Fehler, den Iran da als Ordnungsmacht auszuschalten, sozusagen wie einen Paria zu behandeln, seit der Geiselnahme der US-Diplomaten vor 35 Jahren? Wäre es nicht besser gewesen, den Iran eben als stabilisierenden Faktor da viel früher wieder mit ins Boot zu holen? Nun, der Iran wurde als ein Paria-Staat behandelt, weil es ein Paria-Staat ist. Also der Iran ist einer der ganz großen Destabilisierer in der Region. Selbstverständlich sind die arabischen Länder auch keine Unschuldskinder, aber das, was der Iran dort betreibt, nämlich schiitische Hegemonialmacht zu sein, widerstrebt fundamental unseren europäischen Interessen im Nahen Osten, widerstrebt fundamental den Interessen der Amerikaner und trotzdem haben wir den Iran gewähren lassen und ihm sozusagen eine Freifahrtkarte hier ausgestellt. Und das ist natürlich dann eben das Problem, das wir heute hier sehen. Von daher kann eben wirklich, man könnte das sogar auch wirklich umdrehen, wenn man das etwas flapsig trotz dieser schweren Krise machen möchte. Wenn die Theorie stimmen würde, der Iran sei ein Partner, um gegen ISIS hier vorzugehen, müsste es eigentlich auch umgekehrt sein. ISIS wäre ein Partner, um gegen den Iran vorzugehen. Selbstverständlich ist das nicht der Fall. Also merkt man damit auch, dass die erste Theorie, hier das iranische Regime noch weiter in die Salonfähigkeit bringen zu wollen, sehr uns auf die Füße fallen würde. Es gibt aber sicherlich es gibt politische Mittel, die man hier ergreifen muss. Es braucht eine politische Lösung, die kann aber auch militärisch herbeigeführt werden. Und darüber muss man auch reden. Ist der Iran ein destabilisierender Faktor? Der Iran ist der einzig stabile Staat der Region im Moment. Das schreibt sogar heute ein Mainstream-amerikanische Zeitung. Also so weit kommt es. Ja, ja. Die sagen, das sei das stabilste Land. Das Regime ist verglichen mit anderen relativ liberal. Nicht? Also, bei den Präsidenten werden ein paar Mal ausgepickt, aber immerhin Rouhani war, glaube ich, nicht die erste Wahl von Khamenei gewesen. Das hat wahrscheinlich jemand anders gesehen. Aber die 100.000 Iraner, die Opfer dieses Regimes wurden, der Iran ist ja in Afghanistan zum Beispiel ein positiver Sektor. Damals, nach 9-11, haben die Iraner den Amerikanern ihre Hilfe angeboten in Afghanistan. Amerikaner haben das damals nicht wichtig wahrgenommen. Jetzt sind sie darauf angewiesen. Wenn es im West-Iran relativ ruhig ist, ist es dank des Einflusses des Iran in der Gegend von Herat und auf die Hazara auch, die erschienen sind im Iran, in Afghanistan. Ich denke, wir werden überhaupt keine militärische Zusammenarbeit zwischen USA und Iran sehen. Soweit ist klar. Aber mein Eindruck ist, dass die auf jeden Fall in Wien am Rand der Atomgespräche, die stattfinden, über politische Druckmittel sprechen und dass die Amerikaner auf jeden Fall hoffen, dass Iran Druck auf Maliki bringen kann auf eine wirksamere Weise als alles, was bisher Washington erreichen konnte. Wir hören
Vizepräsident Biden telefoniert ständig mit Maliki, ohne irgendwas zu erreichen. Die Frage, und das wäre wirklich eine Frage, was könnte Iran, was hat Iran für Hebel? Wie weit könnten sie Maliki in Bewegung bringen? Was führt der Iran im Schilde, Herr Lüders? Der Iran ist zunächst einmal, da muss man Herrn Scholl-Artur also ausdrücklich zustimmen, einer der wenigen stabilisierenden Mächte in der Region. Zwischen dem Mittelmeer und Indien, in diesem weiten Raum, ist der Iran das einzig stabile Land, das wir da noch haben. Dass das Regime furchtbar ist, in vielerlei Hinsicht, keine Frage. Aber es ist richtig, was Sie sagen, gemessen an Saudi-Arabien ist der Iran eine durchaus plurale Gesellschaft innerhalb eng gesetzter Grenzen. Also das Ziel kann nicht sein, und auch noch den Iran zu destabilisieren, sondern das Ziel muss sein, mit dem Iran eine Working Relationship, eine Arbeitsbeziehung herzustellen, die funktioniert. Im Hintergrund ist der Iran schon dabei, dafür zu sorgen, dass der ISIS so ein bisschen die Luft abgedruckt wird. Es gibt Kontakte zwischen der Regierung in Teheran und dem Regime von Bashar al-Assad. Bashar al-Assad hat in seinem Land die ISIS bisher immer gewähren lassen. Er hat die gemäßigten Oppositionellen bekämpft, aber nie ISIS, weil er genau wusste, ISIS wird ein riesiges Problem werden für den Westen. Und er wusste genau, eines Tages werden die westlichen Staaten bei mir wieder vorstellig werden nach dem Motto, sei doch so nett und bekämpfe für uns die ISIS in Syrien. Im Gegenzug werden wir dich mehr oder weniger akzeptieren. Jetzt hat Iran aber auch geduldet. Das hat Iran geduldet. Und jetzt sagt die iranische Regierung, signalisiert ihm, tu mal was gegen ISIS. Und er hat schon getan. Denn die ISIS kontrolliert mehrere Grenzübergänge zwischen Syrien und der Türkei. Einer davon, Kassab, ist jetzt gerade zurückerobert worden von der syrischen Armee. Das ist eines der wenigen Male in den letzten Monaten, dass die syrische Regierung, das syrische Regime militärisch gegen die ISIS vorgegangen ist. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es hier Absprachen gegeben haben muss mit Teheran. Teheran wird Maliki nur dann fallen lassen. Deswegen ist seine Überlebenschance sehr groß. Wenn das Angebot stimmt, wenn ein richtig gutes Angebot gemacht wird. Es kann auch jemand anders in Bagdad regieren aus der Sicht von Teheran, aber es muss jemand sein, der iranische Interessen wahrnimmt. Das wird die Kunst sein, zwischen Washington und Teheran hier einen Kompromisskandidaten zu finden. Und die Iraner sind nicht dumm. Die wissen natürlich genau, dass es immer noch starke Kräfte gibt in den USA und anderswo. Die versuchen, den Iran zu destabilisieren. Sie werden sich da auf keinen Kuhhandel einlassen. Sie werden nicht ihre Verhandlungsposition verschlechtern. Also niemand versucht, den Iran zu destabilisieren, sondern das iranische Regime destabilisiert selbst die nahöstliche Region. Und ich hatte das vorhin schon gesagt, hunderttausende Opfer des iranischen Regimes würden dem sehr vehement widersprechen, dass dieses Regime eine plurale, eine liberale Gesellschaft hervorgebracht hat. Also im Vergleich mit den umliegenden Staaten, so nicht im Vergleich mit europäischen Staaten. Der Vergleich war ja zum Beispiel Saudi-Arabien gewesen. Das ist wahr, aber die einzige Situation, die wir im Iran noch nicht haben, ist es, dass es dort einen Bürgerkrieg gibt. Das ist Gott sei Dank noch nicht der Fall, aber wir werden dorthin kommen, wenn wir diesem Regime nicht seine Grenzen aufzeigen. Ist der nächste saure Apfel, in den wir beißen müssen, Assad in Syrien, dass er doch immer noch das kleinere Übel für den Westen ist, mit dem man sich doch wieder arrangieren muss? Der Assad ist das geringere Übel. Das Syrien unter Assad war ein säkularer Staat mit einer großen Toleranz für seine Minderheiten. Die Sunniten waren natürlich, fühlten sich durch die Alawiten unterdrückt und waren extrem bereit, also einen Aufstand gegen die Alawiten. Aber in Syrien ist ein Stellvertreterkrieg geführt worden. Nämlich die Masse, ich war in Damaskus zu dem Zeitpunkt, die Masse der sunnitischen Bürger, des Bürgertums, was beachtlich ist in Syrien, hatte am Beispiel von Libyen und Ägypten inzwischen erkannt, dass eine Bewegung wie der Arabische Frühling für Syrien auch eine Katastrophe wäre. Es ist im Grunde aus Jordanien raus, aus der Türkei raus, aus natürlich der Provinz Anbar raus und Saudi-Arabien, ist natürlich der Aufstand unterstützt. Sonst wäre der Aufstand sehr schnell geregelt worden. Ich habe mit Leuten, also ich war da ganz von Iblit gewesen, das erste Mal, dass ich nicht weit in ein Kampfgebiet reingegangen bin, weil es wirklich tut. Und jemand von der Free-Syrien-Armee hat mir gesagt, wir werden, damals war das doch die Jihad Nusra, also eine relativ gemäßigte islamistische Bewegung, und wir werden von dir an die Wand gedrückt. Die Waffen, die an die Free-Syrien-Armee geliefert werden, gehen automatisch den Islamisten über. Also das ist Assad, vor allem die Israeli sind ja mit Assad fabelhaft gefahren. Seit dem Yom Kippur-Krieg hat es doch an der Golanfront nicht einen einzigen Zwischenfall gegeben. Sogar mit der Rückgabe der Golanhöhen wurde auch mal spekuliert. Hat der Westen in Syrien auf die falschen Pferde gesetzt?
Ich denke, wir fragen immer wieder so, als ob der Westen alles wieder gut machen kann, alles retten, alles. Also das ist diese ständige Frage nach Befriedung durch den Westen, weil er auch militärisch, politisch dazu möglicherweise in der Lage wäre. Jetzt im Nahen Osten, wie gesagt, er hat sich ja in verschiedene Konflikte eingemischt. Die Frage ist der Syrien-Konflikt, den es ja noch immer gibt. Haben wir da auf die falschen Leute gesetzt? Nein, ich glaube nicht, dass man die Situation, es gibt keinen Zeitpunkt in Syrien, wo ich sagen würde, da hätte man entschieden anders handeln müssen. Wir haben nicht gesehen bei den Rebellen eine klare Gruppe, die man wirklich unterstützen wollte, die wirklich also irgendwas hätte bringen können für dieses Land. Und ich glaube, man hört immer wieder dieses Appell, auch in den USA, Amerikaner müsste jetzt endlich führen. Amerika müsste endlich mal was tun. Aber wenn wir das genau anschauen und dekonstruieren, wo war der Zeitpunkt, wo es wirklich, also wo Amerika entschieden was hätte verändern können, realistisch gesehen? Da würde ich gerne darauf eingehen. Also ich glaube, der Irrtum, wenn wir von Syrien reden, war, dass man von vornherein, von Anfang an, Assad abgeschrieben hat. Es war klar, als der Aufstand begann in Syrien, der Mann muss weg. Natürlich ist er ein Diktator, aber deswegen ist er ja nicht sozusagen in Ungnade gefallen im Westen, sondern er ist in Ungnade gefallen, weil Syrien der wichtigste arabische Partner des Irans ist. Man glaubte also, wenn er stürzt, man könnte das genauso machen wie in Libyen, er wird gestürzt, dann kommt ein pro-westliches Regime und die privilegierten Beziehungen mit Iran werden beendet und die Waffenbelieferung der Hezbollah über Syrien hat ein Ende. Das war eine komplette Fehlkalkulation und das hätte eigentlich jeder, der Syrien ein bisschen kennt, auch im Auswärtigen Amt und anderswo aber klar vermitteln müssen. Wir anders handeln müssen? Das indem ist meine Frage. Indem man nicht von vornherein alle Gesprächskontakte mit Bashar al-Assad abbricht und auf eine diffuse Opposition setzt, die zudem noch im Ausland vielfach sitzt und niemanden hat in Syrien, der auf sie hört. Man hat sich sehr frühzeitig festgelegt, aber die Realität on the ground hat dazu geführt, dass wir jetzt die Wahl haben zwischen ISIS oder Bashar al-Assad. Und das ist eine sehr schlechte Wahl, denn wir werden, so tragisch das ist für die Syrer, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass wir uns wieder mit Bashar al-Assad arrangieren. Die Menschen zahlen einen furchtbaren Preis für dieses Hin und Her unserer Politik, ungeachtet der Tatsache, dass natürlich diese Regime furchtbar sind. Aber Interventionen von außen führen leider muss man sagen, nicht zu dem gewünschten Wandel. Für die Bevölkerung wird es schlimmer. Möglicherweise ist das eine Phase, die sie durchlaufen müssen. Muss es noch mal 10, 15, 20 Jahre ein Weg durch die Hölle sein, wenn ich so sagen darf, bevor dann vernünftige Kräfte erkennen, dass der Weg der ISIS nicht der richtige ist. Aber erst einmal wird diese Region wirklich sehr, sehr schwierige Jahre erleben und niemand weiß, was noch passiert. Ich frage mich, was wir jetzt tun müssen, um das Leiden durch die Neugestaltung der Grenzen im Nahost, was wir da tun können und müssen, dieses Leiden zu mindern. Denn wir sehen wirklich eine historische Neugestaltung dieser ganzen Region. Und das heißt, es wird Massenflucht geben. Oh ja. Noch viel, viel mehr, als was wir bisher gesehen haben. Mhm. Wir werden Millionen von Menschen unterwegs sehen. Das ist ethnische Säuberung natürlich, was passiert. Was können und müssen wir da tun? Also das und ist Flüchtlingsdruck, der auf Europa was nicht tun sollen, ist die Frage. Ja, das ist, damit können wir Stunden verbringen. Syrien ist ganz klar von Jordanien aus mit amerikanischer Ausbildung und so unterstützt worden von Anfang an. Und das war ein Fehler, nicht wahr? Der Assad war eben ein erträgliches Regime verglichen mit anderen. Und die sunnitische Bevölkerung inzwischen neigt nicht zu den Islamisten, sondern der Assad hat seine Position konsolidiert. Was natürlich die Position erschwert, ist die enge Bindung Assads mit der Hezbollah des Libanon. Das ist natürlich der Gegner für Israel vor allem. Nicht wahr? Und im Grunde es platzt im Moment ein Great Design der amerikanischen Nah- und Mittelostpolitik, nämlich das Verhindern einer persischen Einflusszone von Iran, Irak, Syrien und Libanon, der Hezbollah. Und das wollte man mit allen Mitteln verhindern. Das ist eine Politik, die 35 Jahre lang geführt worden ist. Das ist der Zusammenbruch der ganzen amerikanischen Nah- und Mittelostpolitik. Wir konnten die viel Schwierigkeit und mit humanitären Maßnahmen. Sicher, wir können helfen, wir müssen helfen. Aber das ist nicht das zentrale Problem. Das ist übrigens ein Grund, aus dem die Amerikaner jetzt so vorsichtig vorgehen in der Frage, wie genau können wir mit Iran zusammenarbeiten. Denn es laufen die Atomgespräche. Sie sind für Amerika höchste Priorität.
Man möchte nicht durch irgendeine Zusammenarbeit in Sache ISIS auf irgendeine Weise diese Gespräche gefährden. Und das ist sehr, sehr schwierig, das getrennt zu halten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, wenn die Zusammenarbeit zu nah aussieht, dann wird ISIS natürlich auf Amerika zielen, eventuell auch mit Terrorangriffen. Auch das ist eine große Sorge, was man in Washington auf jeden Fall berücksichtigt bei der Frage, wie eng kann diese Zusammenarbeit werden. Es kann sogar dazu führen, dass genau das Gegenteil davon eintritt, dass man sagt, das Nuklearprogramm, wir akzeptieren, dass das iranische Regime diese nukleare Schwelle überschreitet. Iran sieht sich fast selbst eigentlich schon als nuklear bewaffnet. Und eigentlich ist ISIS die viel größere Gefahr. Und dafür opfern wir dann eben diesen Nuklearkonflikt. Das ist eine Möglichkeit. Nein, und auch das ist nicht denkbar. Auch das wäre eine fatale Entscheidung. Wenn ISIS die viel größere Gefahr ist, das heißt ja, die träumen ja von einem islamischen Gottesstaat, der geht von Euphrat und Tigris bis ans Mittelmeer. Ist das nur ein Wunschtraum oder ist das eine reale Gefahr, dass im Ergebnis dieser Konflikte ein solcher, ja, das wäre ja schon fast ein Stachel im europäischen Fleisch, der Europa ja auch unmittelbar gefährden könnte, erst mal durch seine religiösen und politischen Überzeugungen und auch durch die Flüchtlingsströme, die eine solche Entwicklung dann auslöst? Wie schon erwähnt, die Zentralstaaten Irak und Syrien bestehen nur noch auf dem Papier. Diese Staaten gibt es nicht länger. Die Landkarte im Nahen Osten wird neu gezeichnet werden. Und ob es den Staat Jordanien in 10, in 15 Jahren noch gibt oder den Staat Libanon in der bisherigen Form, darauf würde ich heute... Wir haben von Kurdistan gesprochen. Von Kurdistan. Die Kurden sind die großen Gewinner dieser Auseinandersetzung. Im Norden des Irak. Im Norden faktisch einen eigenen Staat haben. Sie und haben jetzt auch profitieren, auch ja, in diesem Konflikt. Für die Türkei natürlich auf lange Sicht schreckliche Folgen. Und die Türkei ist überhaupt ein seltsamer Fall. Die haben die Grenzen total geöffnet. Ich habe gesehen. Und alle sind reingekommen. Diese ganzen Dschihadisten aus der ganzen Welt kamen. Die wurden noch in Antakya ausgerüstet ein bisschen. Und dann die Waffen bekamen sie auf der anderen Seite der Grenze. Die Türkei hat wirklich an dieser Entwicklung mitgewirkt. Und dann kommt das Absurde, die Dschihadisten besetzen Mosul und nehmen 80 Türken gefangen mit dem Generalkonsul dort. Blowback nennen wir das. Die Überlebenschancen dieser Geiseln sind aber wahrscheinlich relativ hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ISIS sie ermorden wird. Man wird wahrscheinlich um Lösegeld falschen, politischen Druck auf Ankara ausüben. Denn die ISIS kann es sich eigentlich nicht erlauben, es sich mit der Türkei zu verderben. Denn wie Sie gesagt haben, über die Türkei gibt es sehr viel Kooperation zu beiden Seiten der Grenzen mit der ISIS, was ein großer Widerspruch ist türkischer Politik. Die Türkei wird dafür noch einen großen Preis bezahlen. Die Kurden sind die großen Gewinner. Im Norden des Irak ist de facto ein kurdischer Staat entstanden. Im Norden Syriens haben sich die Kurden auch mehr oder weniger selbstständig gemacht. Und die Paradoxie ist, dass die Türken mit den Kurden im Norden des Irak sehr eng zusammenarbeiten, politisch und wirtschaftlich, sie aber im eigenen Land unterdrücken. Das geht auf Dauer nicht gut. Die türkische Politik muss sich auch hier neu erfinden. Die Auswirkungen dessen, dass hier die Staaten auseinanderfallen, neue Grenzen gezogen werden, kann man heute noch gar nicht ermessen. Das ist wirklich ein Big Bang einer neuen politischen Ordnung. Und wenn es nicht gelingt, diesen Vormarsch dieser sunnitischen Extremisten aufzuhalten, und ich sehe nicht, wie das geschehen kann in naher Zukunft, schon gar nicht militärisch, dann haben wir eine Zone der Instabilität, die für uns eine große Bedrohung ist. Nur mal zum Vergleich, nach dem 11. September 2001 gab es maximal 500 Al-Qaida-Kämpfer aus der arabischen Welt in Afghanistan, als die USA dort reingegangen sind in Afghanistan. Wir reden hier von weitaus mehr als 10.000 Kämpfern, nicht weit weg in Afghanistan, sondern an der türkischen Grenze, und die ist offen. Und es ist nur ein kurzer Weg. Was Sie geschildert haben, wäre eine Möglichkeit zur Lösung, dass die USA ihren Hauptansprechpartner in der Region auswechselt. Nicht mehr Saudi-Arabien, sondern Iran. Ja, mein Gott, das wird natürlich für die Saudis eine Tragödie sein. Und die werden dann alles mobilisieren, was an islamistischen Kräften in der arabischen Welt existiert. Die Feindschaft zwischen Saudi-Arabien und den Schiiten geht ja auf das 18. Jahrhundert zurück. Nicht wahr? Da sind immer diese Beduinenhorden aus dem Netsch in Karbala und Najaf eingefallen und haben dort die Heiligtümer der Schiiten zerstört. Das ist eine tiefe Erbfeindschaft. Und mein Gott, es hat Leute gegeben, die damals gesagt haben, 2003 hätte man nicht den Saddam Hussein stürzen sollen, sondern die Saudis stürzen sollen. Da wäre alles viel einfacher gewesen. Wenn das jetzt tatsächlich zu einer funktionierenden Zusammenarbeit käme, als Ordnungsmächte USA, Iran und der Nahostkonflikt würde tatsächlich ja, eingedämmt zumindest, dann ist ja Benjamin Netanyahu ganz allein zu Hause.
Er ist im Prinzip erst einmal ganz alleine zu Hause. Und die Art und Weise, mit welcher Vehemenz Israel reagiert auf die Entführung von drei israelischen Teenagern im Westjordanland, zeigt, dass man offenbar ein bisschen die Orientierung verloren hat in der israelischen Politik. Zunächst einmal ist es für Israel natürlich in Ordnung. Die Araber bringen sich gegenseitig um. Damit kann man leben in Israel. Aber diese Dynamik, die hier entsteht, dass hier Staaten auseinanderfallen, es keine Ansprechpartner mehr gibt, man auch nicht mehr genau weiß, wen soll man eigentlich bombardieren als Vergeltung, das kann natürlich Folgen haben auch für Israel. Ich denke, über kurz oder lang wird die ISIS auch im Westjordanland, im Gazastreifen auftauchen. Und dann wird man sich in Israel sehnsuchtsvoll daran erinnern, dass es mal eine palästinensische Nationalbehörde gab, die von Israel völlig desavouiert worden ist. Und selbst die Hamas ist noch gemäßigt, gemessen an der ISIS. Und das ist ja, ich muss jetzt leider hier unterbrechen, weil wir am Ende der Sendung sind. Das war ja der Urkonflikt im Nahen Osten, zu dem wir jetzt am Ende zurückgekehrt sind. Wir bleiben da auch am Ball. Vielen Dank, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Am Ball ist das Stichwort. Trotz Fußball-Weltmeisterschaft gibt es auch in anderen Teilen der Welt ungelöste politische Konflikte, die uns im Moment sogar noch mehr betreffen. Zum Beispiel in der Ukraine, da geht es um das Thema Gas, das ja jetzt nicht mehr von Russland an die Ukraine geliefert wird. Möglicherweise sind die Europäer davon betroffen. Druckmittel Gas ist morgen unser Thema. Diplomatie versagt, Verbraucher zahlt. Das ist die Frage, die wir in der Phoenix-Runde stellen. Bleiben Sie bei uns.